Erstmal die richtige Sitzposition hier finden, die angenehm ist. Meine Güte. So, und damit willkommen zurück zur nächsten Folge von Asterigos Curse of Stars. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ja, was machen wir heute? Wir haben das letzte Mal eine sehr beunruhigende Nachricht gekriegt. An der Wand vom Owen gefunden, einem Mitglied des Trupps, der hier die Stadt untersuchen sollte. Und heute sollen wir einen Weg zum Kriegsturm finden, beziehungsweise zur Basis. Ich weiß jetzt nicht, ob wir heute auch in die Basis von dem Trupp kommen. Und der Emil ist verschwunden. Auch ein Mitglied des Trupps. Und wir wissen noch nicht, was genau mit ihm passiert ist, ob er gefangen genommen wurde oder ob er vielleicht auch gefallen ist, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir eine Balliste schon mal deaktiviert. Wir müssen uns irgendwie noch um die zweite kümmern. Ich weiß nicht, ob wir jetzt die Gelegenheit dazu noch bekommen, aber wir werden ja sehen. The north building of the armory must be where the Aphis Legion's weapons are supplied from. Okay. Naja, dann gut. Dann wollen wir mal. Was ist das denn jetzt für Musik? Ändert sich gleich die Musikkulisse hier. Ich gehe mal ganz kurz hier durch die Räumlichkeiten gucken. Hihi. Ihr seht mich nicht. Ihr seht mich einfach nicht. Nein. Hallo. Tja, die wissen jetzt, wie es sich anfühlt, mit 200 km/h gegen die Wand zu klatschen. So. Oh! Will ich hier runter? Das ist wieder so ein Aufzug. Ich hoffe, das ist safe hier. Was ist das? Ist das hier so eine Vorratskammer oder was? So eine Schatzkammer oder wie? Katakomben. Oh, wow. Was ihr nicht mitgekriegt habt, ich habe kurz bevor ich die Aufnahme gestartet habe, war ich noch mal ganz kurz in der Zuflucht und habe da noch mal mein Inventar aufgefrischt und aufgefüllt. Bei der Roxanne. Und sie wieder volle Salben haben. Und habe auch bei der Vulkan meine Waffen verbessert kurz, die Dolche. Genau, mehr ist jetzt auch nicht passiert, weil ich versuche auch ein bisschen ein paar Sachen noch zu sparen. Einen Talentpunkt habe ich jetzt hier noch offen, aber die Sachen, die ich gerne freischalten wollte, die benötigen zwei Talentpunkte. Deswegen gebe ich den jetzt noch nicht aus. Och, Rädchen. Rädchen sind hier wieder da. Oh. Schwarzeisenstück. Ich fühle mich irgendwie gerade gefangen wie in der Renaissance. Keine Ahnung. Was macht ihr hier? Arbeitet schnell! Ihr könnt euch abwechselnd ausruhen. Hört nicht auf! Denkt gar nicht erst daran, von hier abzuhauen! Die ganze Stadt wartet auf unseren Sternstaub. Ich hab keine Zeit, um eure Familien sich zu haben. Das kann... So landet ihr in Styx. Alles klar. Das ist ein sehr strenger Schmiedeleiter. Alles klar. Der fordert viel von seinen Leuten. Guten Tag. Oh, für ungewöhnlich. Vor kurzem ist noch so eine komische Gestalt wie ihr versehentlich hier reingestolpert. Aber er hatte nicht so viel Glück, es unversehrt hierher zu schaffen. Wie lange ist das her? Und von was für einer Gestalt reden wir hier? Vor ein paar Tagen? Oder war es schon mehr als eine Woche? Er hatte dieselbe Hautfarbe wie ihr und aus seinem Körper trat rote Flüssigkeit aus. Wie heißt die doch gleich? Blut? In welche Richtung ist er gegangen? Oh, ich wollte in den obersten Stock, aber wie gesagt, ist schon eine Weile her. Danke. What? What? Das ist ja nicht so schön.
Ah, ich liebe diese Arbeit. Ja gut, okay. Das war ein sehr aufschlussreiches Gespräch. Also hier machen die jetzt den Sternstaub, oder was? Ist ja interessant. Aber wer ist denn genau da durchgekommen? Der Emil oder was? Oder Owen, oder? Ey, nicht schlafen. Was ist denn los hier? Alle arbeiten hart. Warum lasst ihr es als Einziger langsam angehen? Ich kann nicht mehr normal arbeiten, Fremde. Warum? Oh, euer Werkzeug ist beschädigt, hä? Es ging im letzten Arbeitszyklus eines Morgens kaputt. Es kann ständig zu Sternstaub zermahlen und auch als Waffe eingesetzt werden. Für uns ist es für einen Arm oder ein Bein. Ohne es können wir unsere Arbeit nicht machen. Nur noch 3 Arbeitszyklen bis zur Abgabefrist. Wenn ich nicht die Mindestmenge an Sternstaub abliefere, wäre ich stattdessen zu Sternstaub gemacht. Verliert jetzt nicht die Hoffnung. Es muss eine Möglichkeit geben, euer Werkzeug zu reparieren. Wie auch immer, ich weiß nicht mehr, wie es ist, zu leben und zu hoffen. Die Schmiede von Anbari sagen immer, dass ein Schmied einen unerschütterlichen Kampfgeist braucht, um selbst das härteste Erz zu bezwingen. Wenn ihr euch zusammenreißt, werdet ihr auch euer Werkzeug reparieren können. Reparieren? Ich erinnere mich, wie ein Schmied von Schmelzofen erwähnt hat, dass es im Spionageraum der Kaserne einen astralen Verstärker geben soll. Offenbar kann man damit militärische Ausrüstung reparieren. Er könnte vielleicht meine letzte Rettung sein. Seht ihr? Es gibt noch Hoffnung. Ich werde danach Ausschau halten, wenn ich dort vorbeikomme. Fragen, wo der Spionageraum sich befindet. Wisst ihr, wo sich der Spionageraum befindet? Mein Wissen ist sehr begrenzt. Angeblich soll er in der Kaserne sein, die sich auf der anderen Seite des zentralen Platzes befindet. Wenn ihr euch sicher sein wollt, könnt ihr vielleicht die Schmiede beim Schmelzofen fragen. Die Abgabefrist ist beinahe vorüber und mit mir mein Leben. Oh. Werkzeuge sind für Schmiede das, was Waffen für Krieger sind. Hoffentlich finde ich den Kasern, was er braucht. Okay. Wird diese Fremde mir wirklich helfen? Naja, ich versuch's zumindest, mein Kumpel hier, mein Freund. Beta 8. Oder wie er heißt. Was? Die Kurio. Diesen Zyklus wird so viel veredelter Sternit gefordert. Das ist doch absurd. Und wenn nicht genug Sternit produziert wird, steht die Arbeit im Verarbeitungsbereich still. Diesen Monat werdet ihr euch nicht ausruhen können. Ihr arbeitet weiter, bis ihr die Quoten erfüllt habt. Das sind raue und harte Arbeitsbedingungen hier. So motiviert man aber nicht seine Mitarbeiter, ne? Das will ich mal kurz feststellen, klarstellen hier. Ich wollte ihn gar nicht angreifen, Entschuldigung. Epsilon 14. Jetzt geht das schon wieder los. Dieser reizbare Aufseher sucht wieder nach jemandem, an dem er seinen Ärger auslassen kann. Es wäre viel schöner hier, wenn er nicht mehr da wäre. Meint ihr nicht auch, Mädchen? Ja. Entschuldigung. Ich wollte es nicht angreifen. Soll ich den mal kalt stellen für euch? Hä? So, bitteschön. Sagt er jetzt noch irgendwas? Dieser Dummkopf mit dem Bereitschwert ist endlich tot. Hey, ihr habt den Aufseher besiegt. Was für ein erstaunliches Mädchen ihr doch seid. Ich weiß nicht, von welchem Aufseher ihr redet. Von dem Dekurio, der uns ständig angeschrien hat. Er konnte eine noch größere Spaßbremse sein als der Schmiedeleiter. Ich habe das nicht für euch getan. Ihr solltet ihm etwas mehr Respekt zollen. Er war ein tapferer Krieger, der bis zum Ende gekämpft hat. Wie bitte? Ich bin ein ranghoher Schmied von Schmelzofen. Ich bin nicht wie dieser Möchtegern-Schmied in anderen Verarbeitungsbereichen oder diese Soldaten. Vor ein paar Jahrhunderten waren wir noch das Herz von Arphis. Jede einzelne Waffe ist von uns gefertigt worden. Warum redet ihr von etwas, das vor Hunderten von Jahren war? Die Menge an benötigten Waffen ist drastisch zurückgegangen, seit es keinen neuen Rekruten mehr in Arphis gibt. Dass wir nicht mehr weiterarbeiten können, ist eine Beleidigung für diesen Ofen.
Offenbar ist eure Situation kaum besser als die der Schmiede in den anderen Verarbeitungsbereichen. Seid still! Wir müssen lediglich neue Waffen anfertigen, die den Soldaten besser gefallen als die jetzigen. Vor kurzem kam mir die Idee für eine magische Waffe. Ah, wenn das kein Zufall ist. Da ihr den Tenkurio besiegt habt, schafft ihr es sicher auch in die Kaserne, oder? Geht dorthin und bringt mir den astralen Verstärker aus dem Spionageraum. Ich will meine neue Ideen ausprobieren. Warum sollte ich jemandem wie euch helfen, der keine Manieren und keinen Respekt für Krieger hat? Wie wäre es damit? Ihr bringt mir einen astralen Verstärker und dafür breche ich euch ein Stück des Lavasternits im großen Schmelzofen ab. Weißt du was? Gut. Oh, wenn das so ist, ich helfe euch. Ich werde danach Ausschau halten, wenn ich dort vorbeikomme. Der reizbare Schmied. Da haben wir zwei Compañeros hier, denen wir helfen können. Was hast du denn? Was hast du denn? Was hast du denn? Ich habe einen großspurigen und zynischen Schmied getroffen, der wollte, dass ich ihm etwas aus dem Kaserne hole. Verhalten sich Apheser immer so? Du bist doch mittlerweile auf einige komische Charaktere gestoßen, Hilda. Überrascht dich das jetzt wirklich noch? Also ich bin nicht mehr überrascht. Die Frage ist, ob wir jetzt hoffentlich dann auch in die Kaserne kommen. Na, guck mal hier. Gemälde von den drei Göttern hier. Warte! So. Oh! Das Schlagquartier hier, ne? Oh, was ist da? Hier ist noch ein Fahndungsblatt. Wer ist das? Ist das die Serene, vielleicht? Die hat man doch immer mit so einer Kapuze gesehen, da in den Echos. Wow, mit so einem Umhang. Okay. Das ist wahrscheinlich hier dieser Lavasternit, was er meinte, ne? Was mit ihm? Achso. Ja, nix reden. Ja, ist so ein Gespräch. Geh mal hier hoch jetzt. Mal gucken, was da oben auf uns wartet oder ob wir da wieder rauskommen, wo wir runtergefahren sind. So, okay. Oh. Instandhaltungsanleitung für den Koloss. Sicherstellen, dass die Metallverkabelung des Kolosses unbeschädigt ist, da sonst Bewegungsschwierigkeiten auftreten können. Zweitens, große Vorsicht ist geboten, wenn der Brustbereich eines beschädigten Kolosses repariert werden soll. Nachdem die Reparaturen abgeschlossen sind, sollte ein Priester die Unversehrtheit des Brustbereiches überprüfen und sicherstellen, dass die Kanäle für astrale Energie korrekt funktionieren. Falls der Koloss ungewöhnliche Bewegungen ausführt, sollten sämtliche Arbeiten sofort abgebrochen werden, damit Schmiede und Priester eine Vollinspektion durchführen können. Im Kolossprüfstand hat sich niemand aufzuhalten, der nicht zerquetscht werden möchte. Kolosse sind unsere mutigsten und heldenhaftesten Krieger und müssten mit Respekt repariert und gewahrt werden. Gewartet werden, Entschuldigung. Okay. Unfallbericht Armor. Die Gliedmaßen des Koloss Armor wurden in der Schlacht auf dem Argus-Bazar schwer beschädigt. Die Einheit ist nunmehr unbeweglich. Aufgrund der Besetzung durch die Kultisten können wir sie momentan nicht bergen. Anmerkung, der Archon der Legion hat befohlen, dass wir die Bergung des Kolosses abbrechen. Das ist ja jetzt, glaube ich, auch das mindeste Problem, ne? Hallo, Tag und tschüss! So, die ist zu, da kann man nicht rein. The south building of the armory. There's a small inscription below. The House Laurel Smiths. They must be tightly controlled. House Laurel, das ist doch Minervas Haus, oder nicht? Ah. Au. Was ist hier? Was ist denn hier? Voll im Schild weggewämst wieder. Öffnen? Ach so, ist wieder zu. Beschädigtes Legionenschmuck. Legionsschmuckstück. Blablabla. Du Scheißding, ich mach dich jetzt kaputt. Zweite Balliste auch deaktivieren. Sehr schön. Nichts mehr hier mit Schießen hier.
Siehste, haben wir unseren Auftrag erfüllt. Hat auch geklappt. This seems to be Ballista area too. I don't know why they'd want to blow up their own buildings. Weil sie verrückt sind, allesamt. Burn marks. Our brothers must have fought a fierce battle here. Ooh. Wow. This spear was made in Imbari. It's heavily damaged. Oh nein. Looking closer, I can tell that it's the head of Emile's spear. But the blood. Ephesians don't bleed anymore. By the winds, Emile and Owen must have fought hard here. I'm getting more worried. Ja. Zerbrochener Speer der Nordwindlegion. Oh Mann, was? Oh, ist das ein Echo? Ein gegenwärtiges Echo? Trennte Wege. Stop moving! Unless you want to see your insides on the outside. Forget it, Owen. It's over. I can't run faster than those lions. No, you don't get to quit now. I'm going to distract the bastards. Take the chance to get out of here. You need to make it back with the materials the commander wants. Should I tell them that you made me your sole heir right before you died? Hey, I'm not dead yet. But if the worst does happen, I'll leave my possessions here and see which of you is the most reluctant to leave me behind. You want us to come back for your body? You are nuts. Go back to the Cottonwood and wait for me. May the sun, the moon, and the north wind guide you. And you as well. No. Okay, aber das ist kein eindeutiges Zeichen, dass er tot ist. Vielleicht hat er überlebt, auch wenn er schwer verwundet ist. Ich meine, man weiß es nicht. Keine Ahnung, wir werden es hier sehen. Oh Mann. Nett schon wieder. Nett schon wieder. Fettklops, ey. 22, yeah, let's go. Ein Attributpunkt haben wir wieder. Okay, gleich upgraden. Talentpunkte 2! Yay, jetzt können wir endlich... Was machen wir denn? Machen wir Siegesrausch oder machen wir den Blitzangriff? Das ist natürlich auch gut, ne? Krass. Warte mal. Ah, oh, Cursor. Maus. Nee. Weißt du was? Ich mache den Blitzangriff. Irgendwie gefällt mir der sehr gut. Gehen wir mal hier rein. Schmiedekammer. Ich würde auch gerne in die Kaserne. Demnächst. Transfer eines Fremden. Der Fremde wurde zu den Tiergehegen gebracht. Seine Waffen wurden zur weiteren Untersuchung durch die Schmiede ins Arsenal gebracht. Hinweis, einige Bereiche müssen gereinigt und repariert werden. Die zuständige Schmiede wurde verständigt. Outsider has been transferred to the animal pen. Should I turn back and check it out? Meinen die da, wo wir in der letzten Folge waren, wo ich bei den Löwen unten war, sind das diese Tiergehege? Oh Mann, so viele Möglichkeiten. Was mache ich denn? Brief an Vulcan. Ach, der Myron wieder. Der Myron. Ach nee, das ist von der Vulcan geschrieben jetzt, nicht von ihm. Mein lieber Myron, was ist dir denn da zu Ohren gekommen, Liebling? Glaube diese haltlosen Gerüchte nicht. Diese Soldaten versuchen mich zu belästigen, doch mein Herz und mein Körper werden auf ewig dein sein. Liebling, daher habe ich mich mit aller Kraft gewehrt.
Die Soldaten im Bürgerviertel sind Abschaum. Ich möchte nicht einmal mehr die Schmiede betreiben. Ich bleibe einfach zu Hause, erhalte Sternstaub und warte auf deine Rückkehr. Ich kann es kaum erwarten, dich wiederzusehen. Im Bürgerviertel ist gerade sehr viel los. Ich wünschte, sie würden mehr Zeit darauf verwenden, sich um die Kultisten zu kümmern und weniger darauf, andere zu belästigen. Wie konnten diese Soldaten so etwas tun? Sie haben ihre Pflichten und ihren Sinn für Gerechtigkeit verraten. Ich möchte dich unbedingt sehen, Myron. Ich brauche dich. Für immer dein Vulcane. Dieser Brief wurde noch nicht verschickt. Meine liebe Vulcane, ich werde bald wieder an deiner Seite sein, Geliebte. Ich werde zu dir gehen, egal was kommt. Ich vertraue darauf, dass du für immer treu und stark sein wirst. Deshalb habe ich mich schließlich in dich verliebt, nicht wahr? Ich werde einen Weg finden. Der Rest der Seite ist leer. Oh. Also, wurde er vielleicht unterbrochen, während er den Brief geschrieben hat und es wurde deshalb nicht weiter verfasst und... Oh Mann. Huch! Hallo! Rastender Schmied. Die Soldaten von den Patrouillen sind tot? Nun, hoffentlich kommen morgen neue. Was für ein Glück! Dann kann ich mich ausnahmsweise 10 Minuten länger ausruhen. Wie lange seid ihr schon hier? Ich sitze wahrscheinlich seit etwa 10 Minuten hier, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Nein, ich meine, wie lange arbeitet ihr schon hier? Hunderte von Jahren, vielleicht Tausende. Am Ende macht das keinen großen Unterschied mehr, oder? Und ihr seid jeden einzelnen Tag hier und habt denselben Arbeitsablauf? Nicht ganz, meine Pause ist nicht immer zur selben Zeit. Das meinte ich nicht. Vergesst es einfach. Ruht euch so lange aus, wie ihr wollt, aber denkt erst gar nicht daran zu fliehen. Es gab mal einen Schmiedeleiter, der seine Frau, übrigens auch eine Schmiedin, so vermisst hat, dass er die Akademie verlassen wollte. Aber er wurde erwischt. Und das nahm kein gutes Ende, nehme ich jetzt mal einfach an. Das ist eine Stellasphäre, das ist gut. Pass auf, wir aktivieren das jetzt mal. Und... vielleicht mache ich da nochmal einen Abstecher da ins Tiergehege. Irgendwie bin ich neugierig. Hey, Hilda. Nach interessanten Objekten fragen. Find anything special in Fallon Academy? Maybe. I found this while I was searching for our comrades. It doesn't look like army property. This emblem. How could it be? And there's an animal's bite mark on it. Mind if I keep this? It's weird, right? And yeah, you can have it. It's not as if I have any use for it. Okay. There's no time to waste. Let's move out. Und trotzdem steht er noch da. Kann ich mir das angucken eigentlich hier? It's a message left by one of my Northwind Legion comrades, using stardust and a special type of glue. I can't wait any longer. Don't go looking so bringen die das also an die Wand mit Sternstaub und besonderen Kleber. Ich verstehe. Naja, ich dachte, wir kriegen jetzt irgendwie nochmal eine neue Konversation oder so mit dem Otto, aber anscheinend ja nicht. Daher will ich jetzt mal versuchen, dass ich nochmal zu diesem, wie nennt sich das nochmal, dieser Ort, dieser Platz, Halle des Archon oder so, oder wo diese riesige Statue des Felleboss war. Das ist, glaube ich, das, der Ort, der gemeint worden ist bei den Tiergehegen. I knew you'd like him, my handsome boy. I love you most of all. What? What did you feed him? Who's there? Another uncursed intruder. Mash, eat her. Nein! Oh Gott, was ist mit dem scheiß Vieh? Alter, ich wollte den Löwen eigentlich umbringen. Oh Mann! Alter! Ich stelle mich gerade nicht gut an. No, Mash! What did you... Mash! I'm
coming for you. Ist das jetzt gerade wirklich passiert? Das ist jetzt nicht euer Ernst, ne? Nein! Emils Ring, dieser blutbefleckte Ring gehört Emil von der Nordwindlegion. Allerdings wurde das Krakensymbol darauf halbiert, was bedeutet, dass dieser Ring Teil eines Paares ist. He fed a meal to the lion. Damn. Gut, da muss ich meine Aussage revidieren, dass er es vielleicht geschafft hat. Oh, scheiße. Ich hätte ihn noch mal ausreden lassen sollen, oder? Bevor ich ihn hab weggeschnetzelt. Ist doch nicht euer Ernst jetzt. Das war's jetzt für Emil? Wirklich? Oh Mann! Nicht euer Ernst! Hätten wir das verhindern können? Wisst ihr noch diese Briefe hier, die wir gerade gelesen haben, dieses Pflegetagebuch? Das war anscheinend der Typ da, der die Seiten geschrieben hat, und der Löwe war der Mesh. Ich habe jetzt jegliche Sympathie für den Löwen verloren. Der arme Emil. Oder das Spiel will uns glauben lassen, dass Emi jetzt endgültig tot ist. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich glauben soll. So, komm, wir beamen uns jetzt mal wieder zurück ins Arsenal, in diese Kammer da. Ich habe ständig bei diesem Spiel das Gefühl, als ob ich versage. Als ob ich alles falsch mache. Was ist denn los, ey? Ich weiß. Gibt es da unterschiedliche Enden? Ich bin echt so verunsichert. Mittlerweile. Ach, hier. Guten Tag, die Herren. Ausruhen gehört zur Arbeit dazu. Oh. Hä? Geht's hier nicht weiter? Geht's nicht weiter? Wo denn dann? Hier sind alle Türen zu. Ah, müssen wir hier runter vielleicht? Alles klar. Das Arsenal. Schon wieder ändert sich die Musik. Intruder! All personnel on alert! Don't let the intruder escape! Step up the search near the Marshall Tower. Eliminate any suspicious persons on site. Damn it, is that Otto or Emil? The enemy's on high alert. Oh nein! Oh nein, oh nein, 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 nein! Nicht noch einer! Nee, Otto müssen wir behalten. Otto ist unser Geliebter hier, unser Waffenbruder. Was auch immer, ich weiß es noch nicht, wie die zueinander stehen. Ist das noch eine dritte Balliste oder ist das die deaktivierte? Er scheint die deaktivierte zu sein. Oh, mein Glück. Geht es denn hier wahr? Alter. Kriegsturm. Ah, finde deinen Weg in den Kriegsturm. Wir sind hier. Geschafft. Hallo, Otto. Wow, was geht denn hier ab? Guardian spell up ahead. No. Otto. Look. This is Emil's last ditch effort before he died. Yeah, it's his guardian spell. He's particularly good at it. But without its master to direct it, now it just attacks anyone who tries to approach it. It's like a child that's lost their parents, lashing out in grief and anger. I should have made up my mind earlier. Damn it. No. This isn't your fault. There's no use regretting it now. I'll remove Emil's guardian spell. I have to. But it doesn't differentiate between friend and foe. It's sure to put up a strong resistance if you try to dispel it. I know. If we can find the artifact that Emil used, it won't see us as the enemy.
What are you planning to do? Ah! Ja, den Ring haben wir gefunden. Genau, ihm sagen, dass ihr Emils Artefakt gefunden habt. I found a ring that Emil left behind. Try using it. Ja. It's directly resonating with the energy from the Guardian spell. That should stop it from attacking us. But lifting the Guardian spell will cause strong magical waves. And it'll definitely attract the enemy's attention. Hä, die sind doch sowieso schon in Alarmbereitschaft. You just lift the spell. I'll do my best. Let's get started. They're here! Leave it to me. Don't get distracted. Wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Lass sie die ablecken, Otto. Mach mal. Okay, wir müssen ihn jetzt beschützen, ne? Oder verteidigen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hau ab. Emil. He was brash. But he was also the one who helped me the most during the magic exams. He loved joking around. Always telling me to save up for my marriage fund. Otto. Now that you're holding his belongings, you're his sole heir. Say the prayer. Call on the winds to take away his soul and guide him to peace. May the sun forever shine upon your bravery. May the moon lead you on the right path. And may the wind guide your soul. Emil, my brother forever. His soul will definitely be comforted by you, Otto. I want to go to Styx to find the rest. I don't want to mourn anyone else. Ich auch nicht. We'll go together. Thank you. I know a safer path, but we'll have to make a detour. All right. Go ahead and wait for me at the entrance to Styx. There's something I have to take care of first. What? To find you and the others, I made a deal with an Ephesian named Minerva to gather information. Minerva? Mm-hmm. Oh. Since we're already here, I just need to get what she wants. I'll meet up with you soon. All right. If I'm not wrong, the switch for the last ballista is located in the Marshall Tower. You'll be safer once you turn it off. Understood. Remember, wait for me at the entrance to Styx. I'll catch up with you. May the wind watch over you. Der letzte Ausweg. Mann. Der Soundtrack bereitet mir jedes Mal Gänsehaut. Emil Speer ist zerbrochen. Auf was für Schwierigkeiten ist er gestoßen? Diese wahnsinnigen aphesische Löwen brauchen kein Fleisch. Verflucht sollen sie sein. Oh, das sieht aber auch nicht schlecht aus, der Emil. Emil, möge die Sonne, der Mond und der Nordwind dich leiten. Otto ist wie immer verantwortungsbewusst. Ich muss etwas für ihn tun. Otto, der Seelenerbe. Wieder muss er solchen Schmerz ertragen. Ich war noch nie irgendjemandes Seelenerbe. Ich muss stärker werden. Okay, aber wir müssen ja auch nichtsdestotrotz nicht nur die Iris, sondern auch den Schmieden ja auch noch helfen. Unter anderem, da haben wir ja diese Nebenquests oder Nebenaufträge noch angenommen. Da bin ich auch verantwortungsbewusst. Das müssen wir auch noch machen. Oha. Okay, hier geht's runter. Das Ding ist, wo kommen wir jetzt hier hin? Und da, das ist die dritte Balliste. Okay. Und das Tor ist jetzt auf. Sehr gut.
Ist das der Weg nach Styx zu der Basis oder was? Wir haben jetzt alle drei Lademodule. Sind das jetzt diese Energieattribute oder diese Kristalle, die Minerva wollte? Oder sind wir dann jetzt durch? I think I found the intruders. I'm going upstairs to investigate. Nein. Ich hab was dagegen. Alter. Au. Reinforcements have arrived. Don't let them escape. Ach, halt auf die Backen. Lass uns passieren. Hab zwar keinen Passierschein A38, aber egal. Meine Güte, ey. Wie schnell einfach die Folgen auch vorbei sind, ne? Prepare the Iris. All personnel, rally at the Styx Bridge. Don't let the outsider cause havoc in Aphis. It looks like the Iris is nearby. We won't be able to avoid a fight. Naja, dann müssen wir wohl. Der Centurio. Da ist die Iris. Das ist nochmal was anderes. Okay. Die Iris ist beim Centurio. Ich muss mich bei Bayern entschuldigen. Wo ist er denn? Der Centurio. Wir mal kurz hier aktivieren, bevor wir uns jetzt im großen Bosskampf stellen von der Quest. Okay. Oh. Ah, oh, Volksversammlung. Ist das schön. Klasse. Oh Mann. Alter Schwede, ey. Du hast da auch drauf, Frau. 23. Wir leveln ordentlich auf hier, du. Ich sag's dir. Kiste. Okay. Habe ich gerade nicht nachgeguckt, ob das eine sichere Kiste ist. Das war jetzt gerade ein bisschen sehr leichtsinnig von mir, aber egal. So. Frage ist jetzt nur, wo ist denn jetzt hier der Dude? Der Dude. Aus der Zelle. Ach du meine Güte, was? Bis vor kurzem hatte ich noch einen Zähnen genossen, aber dann haben die Soldaten ihn weggeschafft. Er hat mir gesagt, dass die Ballisten aktivieren wollen. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber bald bin ich dran. Okay. Oh, Götter der Sterne, ich bin unschuldig. Ich wollte nur weiterhin den Armen helfen. Ich habe nichts mit diesem bösartigen Kult zu tun. Ich bin... Okay, ich glaube, da wird nicht viel bei rumkommen, ne? Ist das hier... Oh, ist das hier die Iris, die wir dann einfügen müssen, oder was? Okay. Müssen wir jetzt nach da oben, oder was? Sieht mir fast so aus, weil... Oder wir müssen dahin. Das sieht mir da so nach Iris aus. Ich gehe mal kurz die Treppe rauf, ob ich irgendwas übersehen habe. Ja, ein Echo. Und Löwen.
Der scheint aber... sprechen? I'm surprised this lion doesn't attack me. Der sieht voll schön aus. Ich das Namensschild ansehen. You have a name tag. Let me take a look. Starlight. What a pretty name. Oh. Gib das Metallemblem. You eat Stardust too, don't you? Want some? That tickles. Oh, wie süß. Aber ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. It's such a pity that lions can't talk. Okay. Ja, wenigstens mal ein Löwe, der nicht gleich hier Hackfleisch aus uns machen will. Der Plan der Templer. Oh. Today is May 10th, 1286. The age of knowledge. I, Archon Petrius, am honored to announce that the Templar Initiative has achieved a great breakthrough. The 12 years of research that the Demiustic Academy and Fallon Academy have been working on together has finally borne fruit. Starlight is our strongest weapon. The researchers at the Demiustic Academy will assist in training the Templars. The Aphis Legion will become even stronger. Our brave soldiers will bathe in the grace of the gods, go forth with their power, and return in triumph. Those who have a desire to wield this magic can register today. After 3 years of intense training, you will be given the chance to become a Templar. Let's thank the Archon of Clergy for his dedication and selflessness. Long live the glory of Aphis! Yes, long live the glory of Aphis. Interessant. Auswahlkriterien der Templer, den Göttern ergeben, geschickt im Umgang mit Waffen und Magie, gerecht, mutig und rechtschaffen. Ja, dann könnten wir ja auch dann ein Templer werden, wa? Das haben wir auch alles drauf. Starlight. Oh! Die Kasernen! Das ist hervorragend. Da wollte ich doch hin. Und hier ist noch ein Symbol. Huh? This is a special pigment made from stardust, but it's been used to write in the Northwind Legion's code. Let me see. This is the barracks. Stay vigilant. This must have been left by Owen. He's always thinking on his feet, paying attention to his surroundings to warn his fellow soldiers. I hope he's safe. Okay, wachsam bleiben, alles klar. Ich habe gerade drauf gewartet, ob er mich angreift oder nicht. Weil ich schnetze ja hier jeden weg, ohne groß zu überprüfen und abzuwarten, wie ein Berserkerbraut hier. Deswegen... versuche ich da jetzt nicht allzu vorschnell zu reagieren. Hingekritzeltes Tagebuch eines Soldaten. Ich erinnere mich nicht daran, welcher Tag heute ist oder welches Jahr. Ich erinnere mich nicht daran, wann ich verflucht wurde. Ich erinnere mich an nichts außer Schmerzen. Ich kann so nicht mehr weiterleben. In diesem ewigen Leben gibt es nichts als Schmerz und Wahnsinn. Ich wäre lieber ein Koloss, dann würde ich gar nichts mehr spüren. Der Rest ist zu wirr und kann nicht entziffert werden. Die Neuigkeit, dass die Produktion der Kolosse eingestellt wurde, hat die ganzen Kasernen erschüttert. Ich habe das Gefühl, ich könnte Carcerius von draußen schreien hören. Kaum zu glauben, dass er dieselbe Mutter hat wie dieser Priester. Für einen Söldner wie mich und sind diese Kolosse nur hübsche Statuen. Sie sind groß und langsam. Und abgesehen von der Magie weiß ich wirklich nicht, wieso die Menschen denken, sie würden sich für den Kampf eignen. Wie auch immer, ich höre um Ducurius Evanders Willen auf, mich zu beschweren. Bin schließlich nur ein Fremder. Sagen wir einfach, jede Stadt hat ihre eigenen Ideen von Ruhm und Romantik.
wir müssen jetzt hier mal was finden irgendwie, was dem Schmieden da helfen könnte. This must be a toy that Starlight loved. Oh, ja. Die Holzkugeln, dann geben wir das gleich mal dem kleinen süßen den kleinen Löwen vor allem, der so klein ist er ja gar nicht. Alter, wie, was ist denn hier? Wo bin ich denn hier gelandet? Ist so ein riesiges Areal. Alter Schwede. Das war jetzt aber schon Nummer 4. Ah, beide gleich ausgeschalten, okay. Oh, ist doch gut. Ich habe keine Ahnung, was ich hier die ganze Zeit mache, aber scheint richtig zu sein. Petrius Versprechen. Verbrechen, Entschuldigung. I was surprised that it was you, Archon Serene, who made the allegations against Petrius. Is this how the Sanctus shows her gratitude? Archon of Legion, rather than caring about what I think, you do well to focus on the evidence before you. Oh, don't be mistaken. I admire your spirit of impartiality. Perhaps your place belongs in the Legion. I was just making sure that you had fought this through. The deeds and conduct of Petrius have strayed from the doctrines of the gods. Those detestable experiments he has performed are more than enough to convict him. And those specimens that got away became a soft spot for you. In order to keep them from the public, you've already paid with the lives of the Legion's soldiers. The whole affair might even sully your innocence. Yes, it does vex me. But my innocence is still beyond reproach, and surely none of your concern. Certainly, we would never dare to doubt your innocence, my lord. We can never be too careful if someone feels so inclined to cause trouble. Making accusations against an Archon of clergy is no trivial matter. I'll need to get more senators' endorsements. There is no more powerful testament than the evidence we have here, and no other evidence can have greater credibility. You only need to follow the law, and we will assume all liabilities and risks. There's no way you can be implicated. And don't worry about public opinion. The resident policy is on its way, and now is the perfect opportunity to oust him. And you have all the advantages. How convenient. Let's discuss this later. And the time to act is now. Send a message to me. Thank you. Save your gratitude until after we have successfully arrested Petrius. Now, you'll pardon me for not seeing you out. Was waren das hier für komische Gespräche? Schon wieder diese Serene. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Die Serene ist jetzt die eigentliche Geheiligte? Es ist einfach so komplex hier alles, ne? Es ist, also, wenn ihr euch einen Reim daraus machen könnt oder die Story noch ein bisschen besser versteht, dann lasst mich das gerne wissen. Schreibt es gerne in die Kommentare unten rein. Ich... It's over my head. It goes over my head. So. Sag mal... Es dauert jetzt aber wirklich sehr, sehr lange, ne? Bis wir da den Typen treffen. Halle des Archons sind wir jetzt schon wieder. Aber ich wollte doch in der Kaserne was suchen. Eine Laune der Natur. You shouldn't be here so late while martial law is in effect, daughter of House Laurel. You didn't respond to my second letter, so I came to seek an answer myself. Why should I? To speak frankly, I've had enough of your whims, Aristotle. Saving Aphis is not a whim. Eumenides said the same. Before him was Petrius. It's naivete, pure and simple. I am nothing like them. I want people to return to normal, just the same as you. If you just provide me the resources, I can help.
House Laurel requires more Starites? I don't care about Starites. What I need is the right to move around freely and a team to command. House Rosa can help me interpret the ancient texts in the shrine in the deeps. I just need soldiers and equipment to escort them down there. A squadron? With you in command? You really think you have the authority? Many of our soldiers made the ultimate sacrifice to quell the mind. Taking such a risk for your unfounded theory is simply out of the question. Go home, daughter of House Laurel. Keep your nose out of such things. Otherwise, I'll have you imprisoned. Maybe even turned to dust. How dare you! Oh, I can do so much more. Now get out of my office, woman. You're a fool, Marble. Perhaps the truth is that we're equally foolish. Going round and round in circles, never reaching anywhere. Good night, Minerva. I'll let you see yourself out. Wow. Ah. Also auf taube, ist sie auf taube Ohren gestoßen, ne, bei ihm. Eine Kooperation gewollt. Ich wollte doch nochmal zum Dings hier, zum Löwen. Ich wollte ihm die Kugel wiedergeben. Was ist denn das eigentlich für ein Raum hier? Entwurf einer verbesserten Stenitwaffe. Die Waffe funkelt vor astraler Energie. Dieser Entwurf für eine verbesserte Stenitwaffe meist verschiedene Ausarbeitungen auf. Ja. Hab es beniest. Ich werde jetzt mal ganz kurz nachgucken, wo genau in der Kaserne ja ich dachte, ihr dürft euren Arbeitsbereich nicht verlassen. Warum seid ihr hier? Ich will nicht dort bleiben. Wir leiden dort schon seit Jahrhunderten von Jahren, seit das Kriegsrecht ausgerufen wurde. Ich bin so neidisch darauf, dass ihr diese nutzlosen Soldaten töten könnt. Ich will sie auch umbringen und dann die Gelegenheit nutzen, um zu fliehen. Wenn ich eine verstärkte Waffe hätte, wenn ich Soldaten wie den Dekuyo töten könnte. Ihr habt ihn gefunden, oder? Gebt mir den astralen Verstärker. Oh. Die brauchen... Okay, warte. Bevor ich diese Entscheidung jetzt treffe, gucke ich mal ganz kurz was nach. Ich habe jetzt nichts dazu groß gefunden. Da hätte ich jetzt stundenlang suchen müssen. Weißt du was? Der Typ war ja sowieso ein bisschen respektlos gegenüber so Kriegern und so. Und wurde ja von uns ein bisschen zurechtgewiesen. Und ja, ihm sagen, dass ein anderer Schmied den astralen Verstärker ebenfalls benötigt. Ich kann euch nicht geben, was ihr braucht. Ein anderer Schmied braucht ihn, um seinen Stenit-Zersetzer zu reparieren. Ihr redet sicher von diesen nutzlosen Beta 8. Sklaven, die nicht einmal mutig genug sind, um sie aufzulehnen, haben kein Mitleid verdient. Nachhaken. Kennt ihr Beta 8? Er hat sich nicht getraut, euch davon zu erzählen, hä? Dieser Verräter, er hat zugestimmt, zusammen mit mir nach dem astralen Verstärker zu suchen, damit wir gemeinsam fliehen können. Aber hat sich umentschieden. Er sagte, dass er mich aufhalten würde, wenn ich weiterhin Pläne schmieden würde, die alle in Gefahr bringen könnten. Und deshalb habt ihr seinen Sternizersetzer zerstört? Haltet ihr ihn etwa für einen guten Menschen? Er hasst alles, was in der Akademie vor sich geht, doch letztendlich hat er nur noch einen Kompromiss gesucht, bei dem er hierbleiben kann. Er versteht nicht, dass er die Initiative ergreifen muss. Ihr werdet nicht einmal mit dem astralen Verstärker entkommen. Warum wollt ihr etwas tun, das so gut wie keine Aussicht auf Erfolg hat? Ursprünglich war es nur ein winziger Hoffnungsschimmer, aber dank euch sind die Basen verlassen und die magischen Ballisten nutzlos. Die Akademie ist derzeit äußerst angreifbar. Und das haben wir euch zu verdanken. Die Soldaten suchen so akribisch nach euch, dass sie keine Zeit haben, sich auch noch um mich zu kümmern. Ich werde meine Freiheit zurückerlangen und nebenbei ein paar von ihnen töten. Warum nehmt ihr mich nicht mit euch? Das könnt ihr doch, oder? Wenn ihr mir helft, kann ich euch so viel Sternstaub herstellen, wie ihr nur wollt. Das würde nur ungewollte Aufmerksamkeit auf mich ziehen. Wenn ihr scheitert, werdet ihr nie lebend entkommen.
Hör zu, ich habe eine Idee, wie ihr eure Freiheit zurückbekommen könntet, ohne dafür euer Leben zu opfern. Wie? Wollt ihr uns etwa retten? Ihr macht nur leere Versprechungen. Gebt mir etwas Zeit. Ich werde mein Möglichstes tun, um dem Schmieden zu helfen. Was? Würdet ihr das schwören, Mädchen? Ja, ich schwöre es bei der Sonne und dem Mond. Bitte tut das nicht. Wenn ihr euren Schwur brecht, werde ich euch töten. Vielen Dank. Möge der Wind euch segnen. Einen freundlichen Löwen namens Stern nicht getroffen. So, pass auf. Leute, nimmt ja hier schon wieder Ausmaße an, ne? Es ist ja eine Katastrophe. Pass auf. Wir gehen jetzt nochmal schnell zu Sternlicht, zu Starlight, zu dem Löwen und dann mache ich da auch einen Cut dann erstmal und versuche mir erstmal aufzugehen, wieder einen Überblick zu verschaffen, was, wie und warum und egal. Ihr merkt schon, ich bin völlig durcheinander, völlig verwirrt und weiß nicht mehr irgendwie. Irgendwann trage ich meine Hose noch auf dem Kopf. Ich habe keine Ahnung. So, auf jeden Fall gehe ich jetzt noch mal kurz zum Löwen. Lass mich mal vorbei hier. So, mein Süßer. Oh Mann. Ernsthaft jetzt? Soll ich das wirklich tun? Ach gut, dann zeigen wir ihm mal das Metallemblem. You know what this is. Oh! What a cute boy. So friendly. But why would you react to this emblem? Did it belong to your owner? Should we try to find more of your owner's belongings? It's such a pity that lions can't talk. If this belongs to his owner, then maybe the owner must also be a soldier in the Aphis Legion. Maybe I'll find something else in the barracks. Und jetzt? Jetzt können wir ihm auch die abgenutzte Holzruhe geben. Guck mal. Look at this. Is this your toy? Oh, look how happy you are. Your owner must have made this especially for you. Oh Gott, ist das süß. Ist das süß. Ich liebe diesen Löwen jetzt schon. Wird das unser neuer Verbündeter vielleicht, hoffentlich? Reittier, Kampftier, was auch immer. Gut, Leute. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ja, ich bin echt schlecht in Outros, ne? Ich weiß immer nicht, was ich noch sagen soll, weil ich mich immer wiederhole. Genau! So. Macht es gut, ihr Lieben. Wir strecken uns eine Runde und erholen uns fürs nächste Mal. Vielen Dank wieder fürs Einschalten. In alter Frische besorgen wir dann die Iris das nächste Mal hoffentlich und dann erwartet uns ein nächster Bosskampf. Wir werden sehen, wie ich mich schlagen werde wieder. Mal sehen. Ja, macht's gut. Ciao mit V. Adios.